Yani ev bizimdir, torpaq bizimdir, Qarabağ bizimdir, balalarımız da sahib çıxar. Mən bilirdim ki, bu ölüm-dirim savaşıdır. Biz hamımız ölərik. Gəncliyim, itirilmiş gəncliyim. Mənim üçün Qarabağ itirilmiş gəncliyimdir. İtirilmiş həyatımdır. Diese neue Straße in den Bergen von Karabach ist für Aserbaidschan die Straße des Sieges nach Schuscha, die Zitadellenstadt, die über Karabach ragt. 2020, nach wochenlangem Krieg, eroberte die aserbaidschanische Armee Schuscha und Armenien streckte die Waffen. Hier heißt es schon immer, wer Schuscha kontrolliert, der kontrolliert Karabach. Doch seit dem 2020 von Russland ausgehandelten Waffenstillstand stehen russische Truppen in Karabach an den Kontaktlinien zwischen Siegern und Besiegten. Wie hier an der Einfahrt zum Lachin-Korridor, der einzigen Straße in die armenische Stadt Stepanakert, in der Ebene unterhalb von Schuscha. Stop EKC! Stop EKC! Stop EKC! Stop EKC! Stop EKC! Monitoring! Monitoring! Azerbaycan milleti koruyacak serveti! Diese Kundgebungen der Regierung Aserbaidschans fordern eine Kontrolle über die Bergwerke in Bergkarabach. Aber das Problem liegt woanders. Seit mehreren Wochen blockiert der Sit-In den Lachin-Korridor, die Lebensader für Stepanakert. Aserbaidschan will so zwei Jahre nach Kriegsende Druck ausüben auf Armenien, die Verhandlungen für einen Friedensvertrag voranzubringen. Mit dem Waffenstillstand von 2020 fielen der Süden von Bergkarabach sowie die im ersten Krieg verlorenen Gebiete von Karabach wieder an Aserbaidschan. Seither stehen sogenannte russische Friedenstruppen an der Trennungslinie, wie auch am Lachin-Korridor, der strategisch wichtigen Strecke zwischen der Enklave Stepanakert und Armenien. Ohne Friedensvertrag ist die Situation unhaltbar. Laut mehreren UN-Resolutionen gehört ganz Karabach zu Aserbaidschan. Und nach dem Waffenstillstand von 2020 soll Aserbaidschan den freien Verkehr im Lachin-Korridor zulassen. Nicht genehmigt über diese Route nach Karabach sind seit Beginn der Kundgebungen am 12. Dezember Waffen- und Minentransporte sowie Transporte armenischer Soldaten. Aserbaidschan hat es immer wieder betont, das muss aufhören. Ihr könnt nicht von Frieden reden und über diese Strecke gleichzeitig euer Militär in Karabach verstärken, als Vorbereitung auf noch einen Krieg. Ob unter Aserbaidschan oder Armenien, eine Garnisonsstadt war Schuscha schon immer und die Region ein Militärgebiet. Sowohl Aserbaidschan als auch Armenien betrachten die Region als ihr nationales Erbe, als Wiege ihrer jeweiligen Kultur. Dabei ist die Stadt heute nur noch ein Schatten einer längst vergangenen Zeit. Der erste Krieg in Karabach hat fast alle Bewohner Schuschas vertrieben, zum Großteil Aserbaidschaner, wie 1992 Fereddin Hacıbeyli. Nie hätten wir gedacht, dass wir unsere Stadt 30 Jahre lang nicht wiedersehen. Die Armenier haben dieses Haus besetzt und alles verwüstet. Die kamen hierher und wir mussten nach Baku fliehen.
Das ist das Haus meines Vaters. In dem Zimmer hier habe ich als Kind bei meiner Mutter geschlafen. Als ich zum ersten Mal wieder hier war, vor 2 Jahren, hat mich das tief bewegt. Da kamen mir die Tränen. Es war, als seien meine Eltern noch hier. Ich spürte ihre Anwesenheit. Ich roch den Duft der Küche meiner Mutter. Ich kann nicht mit Worten ausdrücken, was ich da fühlte. Die Rückeroberung Schuschas weckte bei den Aserbaidschanern Erinnerungen an eine lange vergangene und verlorene Zeit. Genau wie die übrige Stadt liegt auch das Haus von Fereddin Hacıbeylis Familie in Trümmern. Niemand wird es je wieder aufbauen. Doch stolz trägt die Festung aus dem 18. Jahrhundert den aserbaidschanischen Namen der Stadt, Schuscha. Und während ein Teil der Stadt in Trümmern liegt, wird anderswo gebaut. Mit Baggern und Kranen baut Aserbaidschan in Schuscha eine neue Zukunft. Als sei eine blühende Zukunft ohne Krieg endlich möglich. Das ist die Schule von Schuscha, die Schule Nummer 1. So Gott will, sind wir mit den Arbeiten bald fertig. Und im kommenden September kann das neue Schuljahr beginnen. Hier werden sie lernen, werden würdige Kinder unseres Vaterlandes. Unser aller Pflicht ist, bauen, schaffen, instand setzen. Gott schütze die Gesundheit unseres großen Präsidenten, der dieses Land zurückerobert hat. Dank seiner bauen wir heute alles wieder auf. Ilham Aliyev, der Präsident Aserbaidschans, hat das Wort seines Vaters, seinem Vorgänger im Amt, gehalten. Die Rückeroberung Schuschas, des Juwels von Karabach und der beim ersten Krieg Anfang der 90er Jahre verlorenen Gebiete. Für Aserbaidschan hielt Armenien Karabach 30 Jahre lang besetzt. Niemand hier erinnert sich noch, wann die Kämpfe in Karabach begannen. Die Geschichtsbücher sagen 1988. Damals waren Aserbaidschan und Armenien noch Teil der UdSSR. Jahrelang zerreißen Bruderkriege die Region. Es sind die Jahre, in denen die UdSSR verschwindet. Als sie 1994 endlich einen Waffenstillstand unterzeichnet, werden beide Länder, erschöpft vom Krieg, unabhängig. Im ersten Krieg in Karabach starben über 30.000 Menschen. Ganze Bevölkerungsgruppen müssen fliehen, 750.000 allein in Aserbaidschan. Jeder Zehnte lebt als Flüchtling im eigenen Land, oft nur Stunden von Karabach entfernt, wie in Baku, der Hauptstadt, in Camps oder in Notunterkünften. Diese alten Camps gibt es heute nicht mehr. Doch erst in den letzten Jahren erhielt, wer Glück hatte, eine moderne Wohnung, wie hier in der Vorstadt von Baku. Alle Bewohner hier sind Vertriebene aus Karabach. Ich bin am 8. Mai 1992 aus Schuscha weg, an dem Tag, als Schuscha besetzt wurde. Und seither lebe ich in Baku. Das ist über 30 Jahre her. Damals war die aserbaidschanische Armee nicht das, was sie heute ist. Das Land war geschwächt, die Sowjetunion war gerade zusammengebrochen.
Leider haben wir verloren und mussten 30 Jahre lang ein hartes Leben als Vertriebene führen. Bis Jahresende werden wir wohl wieder zurück können. Wir denken ständig daran in diesem Haus. Meine Frau, meine Töchter, mein Sohn, wir reden jeden Tag davon. Jeden Tag. Kerem Keremli und seine Frau Vasila kommen beide aus Shusha. Doch die Kinder der Familie sind hier in Baku geboren und aufgewachsen. Bis letztes Jahr waren sie noch nie in Karabach. Wir wollen alle wieder zurück nach Karabach. Dort ist unser Zuhause. Ich bin 23 und seit meiner Geburt, seit ich selbstständig denken kann, hat mein Vater mir von dem Land Karabach erzählt. Er hat uns oft davon erzählt. Selbst wenn ich dieses Land nie mit meinen eigenen Augen gesehen habe, bei all dem, was er mir erzählt hat, konnte ich es mir vorstellen. Es ist, als lebe Karabach in uns. Das ist unser Zuhause. Es ist unser Vaterland. Seit 30 Jahren leben wir wie die Nomaden, vertrieben aus der Heimat unserer Vorfahren. Seit Jahren träumen wir davon, dorthin zurückzukehren. Die haben 30 Jahre lang unser Leben zerstört. »1981, Shusha. Damals war unser Alphabet kyrillisch. Schauen Sie, das bin ich in Shusha, 1981. Das bin ich bei meiner Zulassung an der Universität in der Ukraine.« »Die Fotos sind alle aus Shusha. Außerdem hier. Da machten wir Urlaub in Erivan. Ja, ich bin in Aserbaidschan geboren, bin hier aufgewachsen und zur Schule gegangen und machte in Armenien immer Urlaub. Ich habe meinen Militärdienst in der Sowjetarmee in Georgien abgeleistet. Ich habe in der Ukraine studiert, 5 Jahre lang. Damals gab es keine Grenze zwischen uns. Armenien und Aserbaidschan waren wie die 13 anderen Republiken. Wir lebten in einem Staat und der hieß Sowjetunion. Wir waren die Union der sozialistischen Sowjetrepubliken. Wie Kerem Keremlis Leben in Karabach verschwand auch die Sowjetunion. Fast vergessen ist, dass der Krieg in Karabach zunächst ein sowjetischer Bürgerkrieg war, aus dem dann ein nationalistischer Konflikt zweier Nachbarrepubliken wurde, die einmal verbunden waren im Traum von der kommunistischen Internationale der UdSSR. Für Aserbaidschan endete dieser Traum am 20. Januar 1990, als Gorbatschow Panzer nach Baku schickte, gegen Demonstranten, die damals mehr Autonomie für ihre Republik forderten. Welche Erinnerung haben Sie an diesen Tag? Für uns war das ein sehr harter Tag. Ihr seid jung, aber wir wissen das noch genau, das hat unser Leben geprägt. Die Menschen wurden auf der Straße zusammengeschossen, in Bussen, in Straßenbahnen. Die Panzer walzten unsere Autos nieder. Alle Leitungen wurden gekappt. Wir waren von der Welt abgeschnitten. Auf der Allee der Märtyrer in Baku erweist jeden 20. Januar ein ganzes Land den Opfern der sowjetischen Repression die Ehre. Und wie einst in der UdSSR gedenkt man mit roten Nelken dem Widerstand und der Gefallenen.
An diesem Volkstrauertag ehren sie auf dem Militärfriedhof von Baku auch den Toten des letzten Krieges, dem von 2020 in Karabach. Es erscheint hier, als müsse jede Generation ihre Kinder geben, als müsse sie ohne Wenn und Aber ihre Jugend opfern. Mein Sohn und alle, die hier ruhen, sie haben unser Land befreit. In diesen Kästchen steckt die Erde von Karabach, die Erde von Shusha, wo Ferit den Märtyrertod starb. Ferit hatte kein sehr glückliches Leben. Wir sind Vertriebene aus Karabach. Wir hatten kein normales Leben. Aber Ferit ist nicht der Einzige. Tausende Ferits hier sind gestorben, um unser Land und die Heimat zu einem. Allen gebührt Ehre. Denen vom 20. Januar, denen vom Ersten Krieg und denen vom Zweiten. Alle sind sie für dieses Land gefallen. Ich wurde an der Schulter verletzt und am Bein. Dreimal wurde ich operiert. Aber zum Märtyrer wurde ich nicht. Ich wäre so gerne zum Märtyrer geworden. Gott schütze euch. Gott schütze unsere Märtyrer. Ich weiß, ihr alle wollt unbedingt Märtyrer werden. Aber für die, die noch da sind, ist es wirklich sehr hart. Es ist, als erlösche das Leben. Niemand kann Ferit ersetzen. Niemand. Er ist die Ehre Aserbaidschans. Der Stolz Aserbaidschans. Was soll ich dir sonst sagen? Wie viel Zeit auch immer vergeht, es gibt Schmerzen, die niemals vergehen. Wieder war der letzte Krieg mörderisch. Über 3000 Männer sind in wenigen Wochen an der Front gefallen. Für Karabach. Er ist einer von uns, gestorben als Märtyrer, unser Unteroffizier. Wir kämpften in Shusha, in Lachin, in Agdam. Wir kämpften an all diesen Orten, überall in der Region. Wir haben viele Freunde verloren. Einige traten auf Minen. Andere wurden im Kampf erschossen. Es gab viele Verletzte. Das war unsere Pflicht. Und am wichtigsten ist, wir haben gesiegt. Wir sind mit Leib und Seele bereit für die Rückkehr, weil wir Aserbaidschaner sind. Zwei Jahre nach dem Krieg gelangt man noch immer nur mit einer Sondergenehmigung nach Karabach und muss mehrere Polizeisperren passieren. Neben Soldaten und Arbeitern konnten nur wenige Familien wieder heimkehren in die 2020 zurückeroberten Gebiete. Am Ende dieser Straße ins Nirgendwo liegt das Dorf Achalü, an einem der entlegensten Orte der Region, an der Grenze zum Iran. Achalü wurde am Reißbrett neu entworfen als Schaufenster dessen, wie das Leben in Karabach sein könnte. Die Privilegierten, die dort wohnen, haben ihr Haus von einst nicht wiedergefunden. Als ich das Dorf verließ, war ich 31. Jetzt bin ich zurück und bin 60. Es sieht nicht mehr aus wie das alte Achalü. Unser altes Haus stand dort drüben. Da war ein Brunnen.
Und unser Haus stand am Brunnen. Es gab Gärten und Obstbeete. Das Dorf war wie ein Paradies. Ein Paradies war das. Die haben unsere Bäume gefällt. Jetzt seht ihr, heute ist hier eine Wüste. Wir haben Bäume gepflanzt, viele Bäume, damit hier was wächst. Um unseren Nachbarn zu zeigen, nein, für mich sind das keine Nachbarn, für mich sind das Barbaren, Mörder. Als das unser Land war, haben wir es bepflanzt, haben es bestellt. Die waren nicht die wahren Besitzer dieses Landes. Deshalb haben sie alles zerstört. Nur Trümmer haben sie hinterlassen. In den 2020 von Aserbaidschan zurückeroberten Regionen wurden ganze Städte von der Landkarte radiert. Systematisch rissen die armenischen Besatzer die Häuser ab. Das Leben von vor dem ersten Krieg in Karabach liegt in Trümmern. Doch heute ist die ganze Region eine Großbaustelle. Als wollten sie alle verschwundenen Städte wieder auferstehen lassen, baut Aserbaidschan Straßen, Häuser, sogar Schulen inmitten von Trümmern und Minen. Wie hier in Agdam. Früher, bis in die 80er Jahre, war die Stadt das Zentrum in einem Großraum mit über 100.000 Bewohnern und der Warenumschlagplatz für die ganze Region. Gerade mal 20 Kilometer sind es bis nach Stepanakert und Shusha im Süden. Die Gefahr lauert hier in der Erde. 150.000 Landminen hat die armenische Armee in den letzten 3 Jahrzehnten vergraben. "1993 haben die Armenier Agdam besetzt. Und die haben immer nur Minen vergraben und Gräben ausgehoben. Sonst nichts. 30 Jahre lang. Vielleicht dachten sie, sie bleiben für immer. Sie dachten wohl nicht, wir würden unser Land befreien." Armenien und Aserbaidschan haben sich hier einen Grabenkrieg aus einer anderen Zeit geliefert, mit gelegentlichen mörderischen Zusammenstößen, fast 30 Jahre lang. 2020 begann, nach ebensolchen Kämpfen, der zweite Krieg in Karabach. "Das da war die feindliche Stellung, ihre Schützengräben. Und dort waren unsere. Wir stehen hier auf der Kontaktlinie. 28 Jahre lang gab es die. An einem der nächstgelegenen Punkte." Nur ein paar Dutzend Meter trennten damals die Feinde. Heute haben Armenier und Aserbaidschaner die Schützengräben verlassen. Die Kontaktlinien verlaufen nun anderswo in Karabach. Und noch haben die verfeindeten Brüderländer im Kaukasus keinen Frieden geschlossen. Und so lange wollen die Flüchtlinge aus Karabach fest daran glauben, dass sie die Orte ihrer im Krieg verlorenen Jugend irgendwann doch noch einmal wiederfinden.